YouTube-Zuschauer, ich habe euch wieder was Neues vorzustellen. Heute haben wir hier einen Philips-Monitor stehen und zwar ist es der Philips 243V7Q DSB. Das ist ein 24 Zoll Bildschirm, um genau zu sein, hat er 23,8 Zoll. Das ist in der Diagonale 60,5 cm mit einer 16:9 Formatsauflösung, nennen wir es einfach mal. Ja, was hat der Monitor besonders? Da ist ein IPS-Panel verbaut mit einer Flickr-Free-Technik, einer Blue-Light-Technik. Das Besondere, was ich mir, was mir zumindest gleich an dem Monitor aufgefallen ist, ist der absolute schlanke Rand hier, ein Millimeter dick, nennt sich Edge-to-Edge-Design. Der Vorteil da liegt eigentlich schon klar auf der Hand. Der wird dann für ein Multi-Monitor-Setup perfekt sein. Wir gehen mal ganz kurz auf die Rückseite des Monitors. Dazu drehe ich den mal euch kurz. Ippa. So, hier sind dann die Anschlüsse an dem Monitor. Die sind auch hier oben an dem Monitor netterweise von Philips beschriftet worden. Die haben einen HDMI-Eingang, einen DVI und einen VGA-Eingang. Hier ist dann noch der Stromeingang. Was er nicht hat, sind USB-Eingänge oder ähnliches. Also er beschränkt sich da nur aufs Wesentliche. Hinten ist noch eine Weserhalterung, damit man den Monitor auch an die Wand tackern kann. Das ist halt das nebenbei. Ja, was gibt es noch zu dem Monitor zu wissen? Im Grunde hat er halt den Blue Light Modus, er hat eine Flickr-Free-Technik verbaut, eine Reaktionszeit von 5 Millisekunden und das IPS wird mit einer LED-Blacklight-Beleuchtung in Betrieb genommen. Ja, selber von Philips kommt die Aussage, es ist ein Allrounder, also ein Monitor, den man für alles Mögliche hernehmen kann im Alltagsgebrauch, sprich also für Homeoffice, aber er soll halt auch spieletauglich sein. Und um das rauszufinden, müssen wir dann rüber natürlich an den Computer gehen und das ganze gute Stück da mal anstecken. Und dann werden wir das einfach mal testen. Also sehen wir uns gleich im zweiten Teil wieder. So, willkommen zum zweiten Teil jetzt hier in dem Video. Wie ihr seht, der Monitor ist jetzt in Betrieb an meinem Rechner. Ich sage euch so viel, ich hatte jetzt eine Woche Zeit, mir den Monitor in Ruhe anzuschauen. Wir haben ihn wieder mal angeschlossen und damit ein paar Sachen probiert. Im Grunde habt ihr hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Hier unten an der Seite ist das Menü zum Steuern. Er hat ein voreingestelltes Menü, wo ihr euch Bilder voreinstellen könnt, wie unter anderem in Spielmodus, Foto, Film, Sparmodus und so weiter. Und ihr habt hier die Möglichkeiten, euch manuelle Einstellungen vorzunehmen, verschiedene. Da könnt ihr das Bild einstellen, Farben, alles mögliche eigentlich, Sprachen. Einstellungsmöglichkeiten sind hier wirklich vielfältig vorhanden. Und ihr könnt euch das Bild wirklich so einstellen, wie ihr es wollt, von der Helligkeit her, von der Farbwärme her, alles. Das ist reichlich gegeben. Der Monitor bietet noch eine Software. In der könnt ihr praktisch die ganze Einstellung, die ihr hier in dem Menü vornehmt, auch über eine Software vornehmen. Die Möglichkeiten habt ihr natürlich auch. Wobei ich immer diese Menüs, die direkt am Bildschirm sind, bevorzuge, bevor ich das über eine Software auf dem Computer einstelle. Genau, wie sich das Bild halt eben skalieren lässt, ist es eine Full-HD-Auflösung, wie ihr seht, für die Größe des Bildschirms völlig angemessen, so seht ihr alles eigentlich noch recht gut. Ja, wir starten jetzt einfach mal ein Programm, was viele vielleicht von euch noch nicht kennen und einige vielleicht aber auch kennen, das ist Blender. Wie ihr sehen könnt, ich kann hier alles einwandfrei erkennen, schöne Graustufen hat er, schöne Schwarzstufen hat er, ja. Man kann hier problemlos mit so einem Programm arbeiten. Die Linien sind weich und fein gezeichnet, also wirklich Top-Bild. Für ein IPS-Panel habe ich das allerdings auch nicht anders erwartet. Ja, wir haben aber auch mal ein Videobearbeitungsprogramm zum Beispiel oft gemacht, mit dem ich zum Beispiel eigentlich viel arbeite. Das ist das Video Premium Deluxe. Und da muss ich aber allerdings dazu sagen, ist mir der Bildschirm von der Bildfläche her schon fast wieder zu klein, weil ich bin halt in doch recht breiten Monitor gewohnt. Ich habe einen 35 Zoll selber für solche Sachen. Wobei, ihr seht, ihr habt Platz, ihr könnt hier arbeiten. Ich persönlich bevorzuge dafür aber einen größeren Bildschirm. Genau, auf mehr wollte ich im Grunde nicht hinaus. Jetzt werden wir dann das Ganze dann nochmal im Gaming-Modus probieren, weil das ist, glaube ich, für viele auch interessant. Das Webbrowsen funktioniert hier natürlich auch einwandfrei. Wo habe ich ihn denn da? Also da habt ihr ein glasklares Bild. Weiß ist weiß, so wie es eigentlich sein soll. Ich habe keine Bildhöfe oder ähnliches entdecken können auf dem Bildschirm. Also von daher, das Bild ist wirklich für ein IPS-Panel in der Preisklasse mehr als angemessen. Ja, jetzt kommen wir mal zum Eigentlichen, zum Spielen, wie das wirkt
Dazu machen wir mal Steam auf. Und ich starte jetzt mal mit Absicht ein Spiel in den Early Access. Schauen wir mal, wie sich der Monitor da schlägt. Wie gesagt, es ist ja kein Monitor, der mit 144 Hertz arbeitet oder nur einer Millisekunde Reaktionszeit. Also wahrscheinlich wird es für einen Spieler, die auf Multiplayer unterwegs sind, eher nichts sein, sondern das ist halt eher für Casual Gamers eher gedacht. Muss mal ganz kurz meinen Server suchen. Genau. Tun wir mal beitreten. Das Spiel hat hier ein bisschen paar längere Ladezeiten, aber das ist halt für ein Early Access Spiel ja völlig normal, denke ich mal. Ja, wir sehen uns So, gleich im Spiel wieder. Willkommen zurück. Jetzt sind wir hier schon im Spiel von Dark and Night. Das ist ein Early Access Spiel, also hier kommt es leicht noch ein bisschen zu ruckeln und so eine Sachen. Stört aber in dem Spiel nie, weil das ist ja kein Ego-Shooter oder sowas. Das ist eher so ein kleines Quest- und Rollenspiel, wie Ark, wer das kennt. Ist, glaube ich, sogar von denselben Machern. Wir gehen mal aus meinem Hausel raus und können uns mal ein bisschen die Gegend angucken. Ich habe jetzt hier zwar nichts dabei und werde vielleicht sterben, wenn ich hier jemanden begegne, aber es ist wurscht. Eine wunderschöne Gegend hat das Spiel, läuft auf der CryEngine 4. Und wie ihr sehen könnt, ein herrliches Bild. Ja, es reißt hier teilweise ein bisschen, weil einfach die Eingabeverzögerung doch da ist, liegt aber auch am Spiel. Also hier kann man nicht direkt sagen, dass das rein am Bildschirm liegt. Ich laufe jetzt mal zurück noch in die Stadt, damit ihr noch ein Stück vom Spiel sehen könnt. Hier ist gerade die, die hier rot gekennzeichnet sind. Das sind so Gildenmitglieder von mir, die sind hier gerade fest am Arbeiten. Irgendeiner muss ja was tun, wenn die anderen hier feiern gehen, wie ich gerade. Ja, auf dem Weg in die Stadt sind wir jetzt. Hier oben ist dann die Stadt. Ja, und für so ein Spiel, finde ich, reicht der Bildschirm mehr als aus. Wie gesagt, weil hier kommt es nicht wirklich auf jede Millisekunde-Reaktion an, die der braucht. Das ist einfach, hier bringt er einfach ein schönes Bild herzu und reicht, wie gesagt, für so ein Spiel mehr als aus. Sieht wunderhübsch aus. Wie gesagt, natürlich sehr schnelle Bewegungen, habt ihr schon teilweise ein bisschen zerreißen des Bildes, ist zu sehen. Aber wie gesagt, trotzdem spielbar. So muss man es einfach sagen. Es ist okay. Okay. Ja, dann beende ich das Spiel hier an der Stelle, mache noch ein zweites Spiel für euch mal an, weil wie gesagt, ich habe ja eh schon ein paar Spiele hier drauf geprobiert und danach melde ich mich dann nochmal bei euch. Bis gleich. So, willkommen im zweiten Spiel, was wir jetzt noch probieren werden, um dass wir uns das mal anschauen. Wir sind jetzt hier in der Division. Division nehme ich einfach gerne, weil es schick ausschaut. Die Snowdrop Engine und gerade mit so einem IPS-Panel ist hübsch. Genau, ob es zum Spielen jetzt taugt, werden wir gleich wissen. Ich renne uns mal ein bisschen durch die Gegend. Ein bisschen vor auf den Stadtplatz. So, mal ein paar schnellere Bewegungen. Also hier kommt es mir auch natürlich schon viel laufruhiger vor, das Spiel. Ich muss auch dazu sagen, ich bin kein so ein absoluter Shooter-Freak, dass mir das total wichtig ist, dass ein Bildschirm hier mehr als 120 Hertz liefert. Ich komme mit den 60 Hertz klar. Das wird nicht jedem so gehen. Manche sagen ja, nur 120 Hertz. Ja, es sieht schöner aus, man merkt es auch. Hier sind ein paar Fallen hier vorne, jetzt muss man aufpassen. Hoi. So, noch einer da hinten. Irgendwo ist noch einer. Da. Genau. So, also mir würde das ausreichen zum Spielen. Für hartgesottene Shooter-Gamer wäre es natürlich zu wenig. Was ich nicht bin, ich bin ehrlich, ich sterbe, ob ich 60 oder 120 Hertz hat. Wenn mich einer umlegen will, würde es einfach tun. Ich bin dafür nicht so prädestiniert. Ich kann eher in einer Gruppe schön zusammen gegen NPC spielen, das ist so mein Ding. Da komme ich gut klar. Und ich denke mal, als reine Demonstration, rein von der Spielleistung her, reicht das ja völlig aus. Und von daher kommen wir jetzt mal zu einem Fazit nach einem kleinen Cut. So. Ich habe mich jetzt ausgetobt hier noch ein bisschen mit dem Spielen und würde jetzt gerne noch ein paar abschließende Worte sagen. Warum ich jetzt immer einen Cut gemacht habe, ist einfach, hier drinnen hat es, ich weiß nicht, gefühlt 35 Grad und boah, ich schwitze, der Rechner schwitzt. Deswegen bin ich immer froh, wenn hier wieder alles aus ist und die Grafikkarte wieder runterkühlen kann, weil die braucht ja auch ein bisschen Leistung für solche Spiele und da wird der Rechner verflucht warm. Deswegen, wie gesagt, jetzt wieder im Normalzustand. Der Bildschirm tut genau das, was er im Grunde tun soll und für was er auch angegeben ist. Er reicht für ein Homeoffice, also sprich für Arbeiten, reicht zum Surfen, mal ein paar Videos vielleicht auch bearbeiten, Bilder bearbeiten, ist der wunderbar, der funktioniert, hat ein schönes, glasklares Bild, wie man es für ein, oder von einem IPS-Panel auch erwarten würde. Er reicht für einfache Games,
für normale Games, vielleicht nicht für hartgesottene Shooter-Gamer, aber sonst, wie gesagt, reicht der mehr als aus und ist auch sein Geld wert. Weil wenn er mal durchschaut auf Geizhals, was der Monitor mit dem IPS-Panel hier kostet, ist er wirklich mehr als preiswert einzustufen. Und damit kann ich den Monitor für den Alltagsgebrauch definitiv empfehlen. Dann sage ich mal bis später, euer Highspeed.